Servus Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Jawohl, wir haben es sehr, sehr spät nachts. Wir haben es 1 Uhr nachts und da nehme ich ja normalerweise nie was auf. Und möchte da auch nicht so laut sein, beziehungsweise kann auch nicht so laut sein, weil die Wände hier ziemlich dünn sind. Deswegen werde ich hier auch ein bisschen weniger rumbrüllen, wenn wilder. Das passt aber bei Let's Plays eigentlich ganz gut, weil bei Let's Plays bin ich immer so ein chilliger Typ, der auch nicht irgendwie rumbrüllt, außer es ist gerade irgendwie angebracht. Aber ich werde jetzt hier generell so ein bisschen chillig unterwegs sein. Das heißt aber nicht, dass ich nicht unterhaltsam sein werde. Nee, ich werde hier trotzdem meine Sprüche raushauen hier. Ach komm, bist du eine Ballerina oder was ist los mit dir? Warte mal, das ist echt eine... Hat Medizinstudium abgebrochen. Ja, so wie du rumspringst, das ist kein Wunder. So, halt durch, Junge, das ist die nächste Mission. Das machen wir auch gleich. Was ist denn mit dir los? Was bist du? Du bist eine Überlebenskünstlerin. Ja, so fett wie du bist, das ist eh kein Wunder. Du stopfst alles in die rein. Schielt die? Ja, die schielt sogar ein bisschen. Ich habe mich verliebt. Okay, benutzt falschen Namen für Mietvertrag. Examinierte Krankenschwester. Oh, kannst du Doktorspielchen mit mir machen? Schatzelein? Ariela? Was bist du für einer? Du bist ein Veganer. Naja, du verdienst gehackt zu werden. 1760. Ja, kein Wunder, weil Veganer müssen ja nicht so viel Geld ausgeben fürs Essen. Die fressen ja auch Gras. Deswegen hat er auch so viel Geld auf dem Konto. Stalked Promise im Internet. Ja, wenn man sonst nichts hat, wenn das eigene Leben langweilig ist. Für DDoS-Angriffe. Das geht nicht, mein Freund. DDoS-Angriffe, das kannst du nicht machen. Commander Krieger, ich habe deinen DDoS-Angreifer gefunden. Oh, scheiße. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Ich will nicht, dass die Bullen mich verfolgen. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Nein, ich will nicht, dass die Bullen mich verfolgen. Komm schon. Scheiße. Kriege ich hier irgendwo ein Boot? Oh, ja, das hat sich erledigt. Ich bin da wohl ein wenig zu tief gefallen, würde ich sagen. Aber somit bin ich wenigstens die Polizeiverfolgung umgangen und das wollte ich ja. Ne? Ich wollte nicht von dem Bullen verfolgt werden, ne? Ach ja, das war schön. Aber wenigstens habe ich den DDoS-Angreifer erledigt, das passt schon. So, das ist jetzt hier auch gleich da drüben in der Nähe. Das ist ja super geil, da muss ich ja nicht viel laufen. Das gefällt mir. Aber ich muss hier nach oben. Ja, ich muss hier nach oben. Grafisch sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus, obwohl es ja einen merklichen Downgrade gab. Ich finde, das sieht ja gar nicht mal so übel grafisch. Mir gefällt es eigentlich. Kann jetzt eigentlich nicht wirklich meckern und sagen, ich habe Jazz als Online-Entschlüsselung, das interessiert mich nicht. Ich habe online noch gar nicht gespielt, werde ich dann bald machen. Oh, meine Nase. Ach, meine. Ich bin ja noch ein bisschen krank. Upp. Boah, wenn ich jetzt wieder gestorben werde, okay. Ein bisschen springen musste schon können, Aiden. So, ab zur nächsten Mission hier. Ich werde jetzt auch die ganze Nacht aufnehmen. Ja, so bis 5, 6 in der Früh. Das heißt, ich möchte das Spiel ja endlich immer schnell durchspielen. So. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesonnen, zu gefährlich. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Holy shit, das ist aber nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Damien, was machst du denn? Wieso ist er in meinem Haus von meiner Schwester? Will er sie vergewaltigen oder was? Er darf ja nicht zu spät kommen, ich will mitmachen. Okay, dann müssen wir wieder schnell hin. Das ist ja auch ein Kilometer weit weg hier, das ist nicht schön. Aber wir haben uns hier gleich ein Auto geschnappt. Jetzt auch heilig hier. Zum Sextreffen? Bin ich mir sicher. So, Auto, stehen bleiben. Sehr schön. So, da gehst du, Schlampe.
So, wie komme ich denn da jetzt hin am besten? Der Sound gefällt mir im Hintergrund. Oh Mann, aber das Autofahren gefällt mir ganz so gar nicht. So, ich muss das hier ganz kurz mal hier so markieren, weil sonst finde ich das nicht. Er spielt mit mir. Der Hurensohn spielt mit mir und ich fall drauf rein. Was macht er bei Nicky? Er tut ihm nichts. Ich bring ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzulocken. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angriff. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Okay, lustige Gedankengänge, was er eben hier hat. Manche Autos lassen sich wirklich gut steuern, manche Autos sind wieder komplett gar nicht. Echt von Auto zu Auto immer wieder verschieden. Sorry Leute, ich bin noch ein bisschen krank. Bin noch nicht ganz fit. Muss man aber auch nicht sein für Let's Plays. So, ich bin jetzt gleich da. Los hier. Sechs Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung. All das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Oh! So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Nicky, wo bist du? Nicky! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört? Sähe alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind, ist nur Nicky. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nicky. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nicky sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, Scheiße. Jemand verfolgt ihn. Tja, ein richtig mieses Arschloch, muss man sagen. Jax nicht holen. Er muss sicher sein. Ja, wie komme ich hier raus? Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Ich schnapp mir Jax und dann. Nicky. Verdammt. Er hat Nicky. Ja, das ist kein Problem. Mit diesem Auto kann man eigentlich gut driften. Dann machen wir auf hier. So, das ist hier irgendwo am Bahnhof. Naja, Sperrgebiet, bitte der Sperrgebiet. Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bring Jackson so weg von den Typen. Okay. Check jedes Auto, das Kind ist hier irgendwo. Zeit. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Halt. Der Zug, verdammt, Scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los! Okay, die wollen jetzt... Okay, dann muss ich ausschalten, die Penne.
Und das habe ich, glaube ich, somit geschafft. Oh, Zivilisten, passt auf. Wir brauchen hier mehr Leute. So, gegen eine Verfolgung. Er verfolgt mich ruhig. Es wird euch nichts bringen. Werde ich hier ein paar Ampeln anmachen noch dazu. Das sollte dann eigentlich ausschalten. Da kommt. Irgendwie schaltet sie das aber nicht aus. Kann ich aus dem Auto schießen? Nee. Ich kann auch jetzt gar keine. Doch, ich kann die Poller hochholen. So, einer sollte weg sein. Scheiße! Er ist doch nicht weg. Das ist er. Der Haus hat eine Knarre! Wir haben ihn wieder! Da. Fuck, ich hab einen Zivilisten erwischt. Aber shit happens. Wo ist er? So, dann hauen wir mal ab hier. Gut, dass keiner die Bullen gerufen hat. Das ist ja immer schön gemacht hier eigentlich. Wenn man halt so zivil rumläuft, dann kommen die Bullen eigentlich immer ganz schnell. Wenn man aber hier Missionen macht, ist es eigentlich ganz gut. Aufpassen, dass mich hier kein Auto überlaufen fährt. So. Dann besteigen wir mal hier den Zug. Wie mache ich denn das am besten? So. Ah, hier. Okay. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendez hier. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Niki ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Was ist Mr. Pierce? Wo ist Niki? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich habe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Niki muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Gut, dann haben wir den kleinen Jungen abgeliefert. Hm.
Und die nächste Mission auch somit wieder beendet. Das gefällt mir. So, mich überfällt hier keiner. Oh. Versuchen wir mal eine gute Karte. Ist das eine gute Karte? Nein. Ich möchte wieder so. Oh, das ist eigentlich keine. Doch, doch, die Karte ist gut. Oh, ich möchte aber diese Karte da oben. Bleib stehen. Ich will dieses Auto haben. Alter. Bleib stehen. Will ein Auto. Komm, rot. Rot. Komm. Jawohl. Na gut, jetzt möchte ich es eigentlich nicht mehr haben. So, dann suchen wir uns halt ein anderes Auto. Das hier ist doch auch gut. Ne, das hier ist gut. Alles ist gleich wieder das Ende davor. Ja, super. Oh, warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da muss ich hin. Okay, das ist ja eh gleich in der Nähe. Dieses Auto hat einen geilen Sound. Das gefällt mir. Ja. So, hier auch gleich die nächste Mission. Wir werden, wie ihr seht, nur von Mission zu Mission laufen. Multiplayer wird es dann später vielleicht auch mal auf meinem Kanal geben, auf dem Hauptkanal. So, Open Sunday. Was bist du für einer eigentlich? Du bist, kauft häufig Computerzubehör. Bist ein Computernerd also. Prima, ein oh. Fixer verfolgt mich. Der muss weg, bevor ich was anderes tun kann. Oh nee, ist das jetzt online oder was? Bist du, mein Freund. Das bist du. Hab dich schon entdeckt. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Irgendjemand schießt hier! Müsste dieser. EDOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. Wieso spiele ich das auch online, ich Lappen? Oh, jetzt kommen die Bullen auch noch. Scheiße. Alle Einheiten, die EOS hat die Verdächtigen lokalisiert und markiert. Den schnapp ich mir. Wir brauchen jetzt die EOS-Zugang. Finden Sie Hagerbohr 31. Du kannst ihn mal im Arsch lecken, mein Freund. Hat sie hergeführt, die Sau. Ich rufe Stärkung! Denk dran, unter der Überführung nachzudrücken. Der Verdächtige muss in der Nähe sein. Wir finden ihn. Die Kolle sind oben! Dann bleiben wir hier jetzt. Uh-oh. Was ist hier los? Ah, nee, ich bin gleich tot. Nein, nicht überspringen, nur in Deckung gehen. Scheiße. Fuck, ist das ein Bullenaufgebot hier. Oh oh, ich glaube, das überlebe ich nicht. Da war das ja auch. Oh, was ist jetzt los hier? Ja, die Bullen verfolgen mich trotzdem.
Oh, Alter. Nee, ich bin tot. Ich sollte mich daran erinnern, das nächste Mal, wenn ich hier Watch Dogs Let's Play offline zu spielen. Nee? Denn sonst werde ich wieder gehackt und dann passiert wieder Scheiße. Aber gut, ihr habt was zum Lachen. Nee, ihr habt was zum Lachen. Ich nicht. Naja, passiert halt, ne? So, jetzt möchte ich aber hier bitte die Mission weitermachen. Kann ich nicht einfach irgendwie offline gehen? Optionen, Gameplay offline, online? Sprachchat aus, Online-Missionen aus. So. Ja, ich möchte keine Online-Missionen mehr, bitte. Das ist nicht schön. So, nehmen wir dieses Auto oder dieses Auto? Dieses Auto ist cooler. Das gefällt mir. Sehr nice. So, und damit fahren wir jetzt hier gleich zur nächsten Mission. Die nicht weit weg ist. Die ich eigentlich schon lange hätte starten können. Ach, lass doch dein Schild nicht fallen. Ich bin in einem rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Okay, was gibt's denn hier zum Kaufen? Herstellungskomponenten. Hey, brauchst du was? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Mhm. Okay, ich muss jetzt irgendwelche Tools mir wohl basteln. Racine ist in den Brandon Docks und ich habe da keinen C2S-Zugang. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Hm, alles klar. Kontrollzentrum hacken, da sind wir dabei. Jetzt machen wir. Kann ich eigentlich wieder meine Fähigkeiten ver... Da, Fortschritt? Kann ich... Ne, das ist jetzt der Fortschritt. Kann ich meine Fähigkeiten bauen? Da. Kann ich da wieder was machen? Ja. Pistolenexperte. Nein. Was ist das hier? Kugelwiderstand. Das ist gut. Kugelwiderstand sind wir gut. Wir bekommen ja immer einiges ab hier. So. Wir müssen. Oh, das ist eine etwas weitere Strecke. Und ab dann zur nächsten Mission wieder. Wenn man mal so ein Auto hat, wo man gut fahren kann, dann ist das schon nice. Manche Autos fahren sich wie Seifenkisten. Manche fahren sich ein bisschen besser. Manche fahren sich gut. Aber das kommt halt nicht wirklich an GTA ran. Also GTA ist wirklich geil. Da steuern sich die Autos verdammt cool, aber hier ist es ein bisschen strange. Oh. Aber dennoch, Watch Dogs gefällt mir besser. Von der Grafik her. Vom Gameplay her natürlich GTA, da kommt nichts rein. Aber da freue ich mich umso mehr, dass es jetzt auch für den PC rauskommt. Und dann in geiler Grafik, das wird Hammer. Oh, das war wieder mal ein schöner Lag. Aber das hat man hier halt eben in Watch Dogs. Ubisoft hat es ja gefixt. Scheiße, haben sie gedacht. Ich bin mal ein bisschen ruhig hier. Während wir fahren, habe ich nichts zu sagen. Loft Office. Komm, du Schleichding. Aber mir gefällt das Unwetter hier, also es ist schon schön. Schöne Effekte gibt es da halt immer wieder. Oh Mann. Hey, das war Doug Heffernan. Oh, ich habe gedacht, das kann ich wegkreuzen. So, wir müssen jetzt hier irgendwas hacken, damit ich hier irgendwie eine CTOS-Übersicht habe.
Wundert euch nicht über meine Fahrkünste, denn hier in Watch Dogs, glaube ich, kann keiner gut fahren. Ich war das nicht. Kann nicht weit sein. Buch 4. Was ist los mit dir? Ich hab dich nur neutralisiert, mein Freund, okay? Ich möchte euch ja nicht töten, ihr habt mir nichts getan. Oben ist ein Sniper. So, Scharfschützen-Kill, wunderbar. Obwohl, es ist ja kein Kill, ich habe den ja hier nur durcheinander genommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Außer Gefecht genommen. Ich lasse ihn nicht aus dem Visier, aber ich bin besser. Ich brauche echt Hilfe! Lokalisieren Sie die Waffe mit dem Zugangscode. Scheiße. Wie mache ich das? Brechender Elch? Ah, damit kann ich. Gut, dann muss ich jetzt einfach nach jemandem suchen, der hier den Code hat. Das ist super. Hast du den Code? Code? Nein. Wo schießen die hin? Nicht, dass die jetzt hier das Gebäude stürmen. Oh ja, sie stürmen das Gebäude. Na gut, dann wollt ihr halt eben den... Dann wollt ihr also eben den Kampf. Den gebe ich euch. Den gebe ich euch, meine Freunde, wenn ihr den haben wollt. Oh, scheiße. Hab ja auch einen Sniper nebenbei, ne? Snipe ich euch jetzt einfach weg. Oh, oh, oh. Ja, Spinsch. Jawohl, der hat auch den Zugangscode. Schön. Tja, normalerweise sollte man das hacken, aber ja, ich habe halt hier ein bisschen umgeballert. So. Unten sind noch welche, da draußen sind auch noch welche. Na komm, die haben wir gleich. Fuck. Oh, da ist er. Hab dich nie gleich gesehen. So, jetzt habe ich ihn aber. Einer muss jetzt hier noch ein Gebäude sein. Er rückt zu uns vor. Sehr schön. Gut, dann habe ich ja jetzt alle hier erwischt. Hätte halt nicht sein müssen, aber... Fuck it. Man kann ja nicht immer stealthen, oder? Man kann nicht immer stealthen. Okay, gut. Kurz eine Übersicht hier mir verschaffen. Da hoch muss ich, ja, alles klar. Sehr schön. Sehr nice. Das sind Blooms Überwachungsräume. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Ja, würde mich nicht wundern.
Sehr nice. Dann haben wir das auch erledigt. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Drehpunkt. Wunderbar. Gut, wo wollen wir denn das jetzt hier noch benutzen? Fahren? Nee. Hergestellt ist? Nee. Gut, kann ich nirgends benutzen. Ja, alles klar. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Robert Racine. Alles klar, Robert Racine, du bekommst jetzt einen Besuch abgestattet von mir und der wird sicherlich nicht gemütlich werden. So, soll ich die Waffe wegstecken hier? Ja? Da ist auch meine Karte schon. Soll ich die gleiche Karte nehmen? Ne, komm, ich nehme eine andere Karte. Diese Karte ist doch cool. Schau mal. Oh ja, der geht doch ordentlich ab. So, dann müssen wir hier nochmal kurz spammen. Wunderbar. Oh ja, Muscle Cars sind sowieso die geilsten überhaupt. Haben so viel Power. Oh fuck. Das bringt sich auch nichts, wenn es hier wieder... Oh scheiße. Bringt sich auch nichts, wenn es ruckelt. Scheiße. Ui, okay. Das war sehr realistisch. So, da sind wir schon bei Racine. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Okay. Ich muss den Zugangscode finden. Ich könnte wieder reinlaufen und einfach alle wieder töten. Oder halt einfach wieder hacken. Da steht direkt auch einer. Da haben wir auch schon meine Kamera. Bringt sich das was? Und damit könnt ihr die Tür öffnen. Aber das wollen wir nicht. Nehme ich hier vielleicht irgendwo so aus und umsehen? Nee, nicht wirklich. Doch, kann ich. Noch hier rüber, oder? Ja. So, schauen wir mal, ob wir da ein bisschen alternativ hier ein bisschen was erledigen können. Man weiß es ja nicht. So, ich bin jetzt im Sperrgebiet. Gut, gehen wir mal hier in kurze Entdeckung. So viele Hampelmänner laufen hier gar nicht rum. Irgendeiner muss das ja hier haben. Und der hier kann... Der Typ da, der kann Verstärkung rufen. Das ist natürlich nicht so schön, denn das wollen wir nicht. So. Bisschen Capoeira ausgebildet. Ein wildes Tier. Wildes Tyler. Du hast das auf alle Fälle mal nicht, mein Freund. Du bist hier auch draußen ganz alleine unterwegs. Das ist nicht schön für dich. Oh, oh. Wir haben das gehört, wie er schreit, oder was? Okay, wir haben nichts mitbekommen. Hat er was mitbekommen? Ist da drüben etwas?
Ja, komm. In der Tür! Die sind echt aufmerksam, muss man schon sagen. Hier liegt ein Toter. Scheiße. Der hat's aber gerade nicht gecheckt, dass ich da bin, oder? Schaut euch um. Oh oh, das ist ein fett gepanzerter. Scheiße. Da gehen wir bloß vom Leib. Hätte ich denn eigentlich von hinten? Ich seh da drüben nach. Oh, kann ich nicht. Schnell, hier drüben! Scheiße. Erst auf mein Signal. Nein. Jetzt habe ich ihn. Fuck. Bei mir endet es irgendwie immer in einer Schießerei. Ich habe es wenigstens versucht, irgendwie stealthig zu machen. Mit nur noch einer, oder? Treiben wir ihn raus! Gib ihm seinen toten Weg! Alter, ich treffe einen Scheiß, Leute! Aber die Feuergefechte sind wenigstens schön actionreich. So, wunderschön weggeholt von der Seite. Oh, scheiße. Na, jetzt habe ich dich. Mit dem Schrotflinte ist. Schreiten der da zusammen. Fuck, jetzt kann ich auch noch hinten beschossen, oder was? Den Typen kann ich ja jetzt hier hacken. Das ist eigentlich das, was ich machen wollte. Tja, nie bei rote Fässer rumlaufen, mein Freund. So, jetzt muss ich da hoch. Alles klar. Also mir gefallen die Missionen. Ist echt actionreich. Also man kann hier entweder stealthen oder einfach nur reinlaufen, alle töten. Wie man halt eben möchte. Ich finde beides cool. Echt. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Okay. Robert. Schön, dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Aiden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Heilige Scheiße. Wie komme ich da jetzt hin, wo der ist? Ah, da drüben ist das. Okay.
Ja, ich mach das schon. Ich werde dann hier, sobald er irgendwo über eine Ampel fährt oder so, ist er hier im Arsch. Oder auch nicht. Komm, seine Karre, mach schon! Das wird ihm den Tag versauen! Was sind das jetzt für andere Lappen hier? Oh, scheiße. Schießen mit dem Auto fahren? Scheiß drauf, ich kann den Kerl. Ich hab ihn gleich. Ich kann nichts hacken, was ist denn los? Also los! Heim rein versucht! Was wollen denn die? Die Sau kann auch hacken, wie es aussieht. Hängt euch mit dran! Ich stoß sie von der Straße! Er ist raus aus dem Auto! Ich bin nicht nahe! Scheiße! Ah, schieß auf! Er hat mich fast! Okay, wie geht's mal die ganzen Wichser hier? Das war nicht schön, das war nicht schön. Gut, da ist wirklich nicht easy zum Kriegen. Das muss man schon sagen, also. Das ist echt nicht einfach. Oh ja, das ist ein besseres Auto. Wir machen wieder so einen blöden Fehler hier. Der ist abgehauen. Ich werde ihn rammen. Lass ihn nicht vorbei! Das ist die Chance! Lass ihn!
So, jetzt habe ich euch, die blöden Wichser. Das war ja mal ordentlich, du. Nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder einhellige gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Tja, das ist natürlich blöd. Aber auch die nächste Mission haben wir beendet, das ist cool. So, wissen Sie die nächste Mission hier? Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. So, ganz kurz mal unterbrechen hier. Skillpunkt, was machen wir denn hier noch? Pistolenexperte, das möchte ich nicht. Besserter Fokus, das benutze ich eigentlich nie. Erkennen. So, das hier. Bam. Wann geht die Invasion weit? Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, das erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Okay, so. Wo ist denn diese IP-Adresse? Ja. Aber man konnte nicht auch gerade eine Schnellreise dahin machen? Glaube schon, oder? Jo. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und dann ist Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Dieser Hurensohn. Verdammter Melo-Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Das war easy.
Okay, ich muss jetzt beschützen. Wo ist dein Auto? Hier lang. Scheiße. Aber ich kann da nicht hin. Ah. Okay, ich sollte was Größeres rausholen. Fuck, aufpassen, wenn man stirbt hier sehr schnell. Ja, ja. Ich treffe gar nichts. Okay, die Waffe ist schon ein bisschen besser hier. Ja, nice. Verstärkung kommt! Achtung! Die Straße! Oh fuck, gleich ist ein Sniper. Oh, da ist noch ein Sniper irgendwo. Oh, da ist er noch. Der lebt er noch. Ja, jetzt lebt er nicht mehr. Oder das einzige. Nee, das war noch einer. Da ist noch einer. Ja, komm. Wie komme ich da jetzt hin? Verstärkung ist da! Hat mit meiner sogenannten IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bring uns raus. Das Schießen ist ja echt ganz cool, aber irgendwie treffe ich nichts. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Wo ist sie? Muss sie kommen? Die ist einfach abgehauen, die blöde Bitch. Das war sehr nett. Bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Au Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich hier etwas wie die anderen? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmere dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Ich meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jack? Geht es
meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Naja, könnte sein. Gut, Leute, wir machen hier mal eine kleine Pause, einen kleinen Cut und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Falls denn überhaupt irgendjemand hier zu Ende geguckt habt, könnt ihr gerne in den Comments schreiben, #ichhab's geschafft. Bis zum nächsten Mal.